Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Nachdem ich jetzt eine gefühlte halbe Stunde versucht habe, meine Webcam wieder neu einzustellen, habe ich es hoffentlich endlich geschafft und werde nachher hoffentlich auch schaffen, die Videos wieder zu finden und sie dann editieren zu können. Ich sehe aus wie so ein... Mein Gott, ich bin gerade aufgestanden. Ich habe noch nicht gefrühstückt, ich habe hier meinen guten Morgentee und mehr habe ich erstmal noch nicht. Ja, Vlog, Leute. Weil es einiges zu berichten gibt und einige Dinge, die ich gerne noch klären möchte. Unter anderem fange ich einfach mal, ich habe hier wieder meine Notizen, natürlich wie immer, und fange mal damit an, dass sich meine Technik momentan ein bisschen querstellt. Weil ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, mehrere Viren tatsächlich auf meinem PC und die haben das Ganze ziemlich durcheinander gebracht. Ich habe dann jetzt letztes oder vorletztes, ich glaube sogar vorletztes Wochenende, unser PC-Maskottchen Cray hier gehabt, der mir dann einfach einmal einen komplett Reboot meines PCs gemacht hat. Sprich, ich habe jetzt ein neues Betriebssystem, ich habe neue Antiviren-Geschichten, ich habe neue Passwortschutzgeschichten, ich habe eigentlich sämtliche Schutzmaßnahmen, die man sich so wünschen kann auf diesem PC. Aber wie gesagt, auch ein neues Betriebssystem. Und alle Dateien, die ich vorher hier drauf hatte und die ich nicht gesichert hatte, sind weg. Wirklich alle. Dummerweise habe ich nicht daran gedacht, meine Spieledateien zu sichern. Sprich, die Speicherdateien meiner Spiele. Was jetzt nicht so furchtbar schlimm ist. Tatsächlich ist das einzige Spiel, bei dem ich die Speicherdateien noch habe, Ori and the Blind Forest. Bei dem das gar nicht so schlimm gewesen wäre, weil da habe ich erst eine halbe Stunde oder so gespielt. Andere Spiele jedoch, bei denen die leider nicht mehr da sind, sind unter anderem Harry Potter und Dark Project. Halt meine Let's Play-Projekt, logischerweise. Alle anderen sind zwar auch weg, bei denen finde ich das aber nicht so schlimm, weil da hatte ich keine Let's Plays am Laufen mit. Ja, problematisch ist es nicht unbedingt bei Harry Potter, denn da habe ich das ja schon mal gemacht, dass ich einfach nochmal bis zu dem Punkt durchgespielt habe, wo ich jetzt bin, weil auch da die Speicherdateien schon einmal flöten gegangen sind. Das ist aber nicht so problematisch, weil das Spiel ist relativ kurz, das hat man relativ schnell auch gespielt und da bin ich auch schnell wieder an der Stelle, wo ich war. Nicht so bei Dark Project. Da gibt es mittlerweile über 70 Parts. Und ich muss eigentlich zugeben, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich wirklich noch einmal bis zu diesem Punkt weiterspielen möchte. Wirklich von Anfang bis zu diesem Punkt, wo ich jetzt war. Oh. Ich weiß nicht, also ich will dieses Projekt ungern einfach so hinschmeißen, weil das Ende ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und ich liebe die Story von diesem Spiel und ich liebe dieses Spiel allgemein. Ich habe nur einfach gemerkt, dass ich in letzter Zeit irgendwie weniger Bock drauf hatte. Ich habe mich zeitweise so ein bisschen dazu zwingen müssen, das zu spielen und das möchte ich ja ungern. Ich habe momentan den Fokus sehr auf Harry Potter. Was nicht verwunderlich ist bei meinem Hype, der nun schon seit mehreren Monaten, eigentlich fast seit über einem Jahr anhält. Aber ja, ich werde es versuchen. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, dass ich das Spiel nochmal bis zum jetzigen Punkt durchspiele und dann auch Dark Project weitermachen kann. Problem ist nur, ich kann nicht versprechen, dass das in nächster Zeit passiert. Natürlich, weil es ein relativ langes Spiel ist, weil es die Gold Edition ist und da diese extra langen, richtig nervigen Missionen dazwischen sind, kann ich wie gesagt nicht versprechen, dass es demnächst passieren wird. Ori ist natürlich ein Lückenfüller. Es ist ein Spiel, das ich unheimlich feiere, das ich unheimlich liebe und das auch bei euch tatsächlich sehr gut ankommt, was mich freut. Das lese ich tatsächlich in den Kommentaren. Ich bekomme ja noch nicht allzu viele Kommentare, aber die, die ich bekomme, die sind durchweg positiv und ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber, dass euch dieses Spiel so gefällt, weil mir gefällt es auch sehr. Und natürlich wird es mit Harry Potter weitergehen, logischerweise, wenn ich denn dann bis zu dem Punkt wieder durchgespielt habe und so. Ach Gott, ach diese Let's Play-Projekte, meine Güte. Außerdem wird es demnächst mehrere, ich sag mal, kleinere Videos geben. Nicht mehr diese 15 Minuten Riesendinger oder halbe Stunden Riesendinger, die ich sonst immer raushaue. Wie, mein Gott, ihr kennt mich. Ich würde gerne den Patronus-Test auf Pottermore machen. Den gibt es ja mittlerweile und der ist tatsächlich so ein bisschen, lehnt sich das wieder an das alte Pottermore an. Also ich habe den Test tatsächlich noch nicht wirklich gemacht. Aber ich habe mir den schon angeschaut in diversen Videos hier auf YouTube. Und ich muss sagen, er ist wirklich unheimlich schön gestaltet. Das
kommt wieder so ein bisschen an dieses Magische vom alten Pottermore an, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Und ich wette, das haben die auch einfach nur gemacht, weil so viele Leute da dem alten Pottermore hinterher geweint haben und gesagt haben, mach das alte wieder, bitte. Ich bekomme jetzt immer noch Kommentare unter meiner Pottermore-Reihe, die ja mit dem alten Pottermore war. Da bekomme ich immer noch Kommentare drunter, die dann so schreiben, so, oh Mann, bist du dir sicher, dass nie wieder das alte Pottermore geben wird? Und oh, es ist doch so schade. Und ich denke mir dann immer, ja, ich weiß, aber nein, es tut mir leid. Oh, ich hätte es auch unheimlich gerne wieder. Ich kann auch echt mit dem neuen überhaupt nichts anfangen. Ich muss sagen, es gibt ja mittlerweile auch den Test, der sich mit den amerikanischen Schulen befasst, beziehungsweise der amerikanischen Schule, und wo man sich da in diese Häuser einteilen lassen kann. Das habe ich bisher aber auch noch nicht gemacht, wirklich, weil ich mir denke, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Es ist mir vollkommen egal, in welches Haus ich da kommen würde. Weil Hogwarts ist für mich wichtig und Hogwarts ist für mich das Haus, wo ich gerne wissen würde, wo ich hingehöre, und da weiß ich, wo ich hingehöre. Und was jetzt mein Patronus ist, ist noch das, was ich herausfinden möchte. Dann bin ich glücklich. Das wird demnächst auf jeden Fall noch kommen. Dann möchte ich euch gerne regelmäßige Updates zum College of Wizardry geben, denn da gibt es jetzt auch wieder einige Neuerungen. Vor kurzem, beziehungsweise Anfang diesen Monats, ist das neue Design-Dokument veröffentlicht worden, das, was es damals gab. Also ein Design-Dokument für diejenigen, die damit gar nichts anfangen können, ist sowas wie eine Art Zusammenfassung der wichtigsten Informationen in einem PDF-Dokument sozusagen, also in einem Schreibdokument, wo man dann nachlesen kann, was so die wichtigsten Sachen sind und die auch in gewisser Weise das Regelwerk beinhaltet. Das Ganze ist ein LARP, das bedeutet, es ist auf Regeln aufgebaut, sowohl im Inplay als auch im Outplay. Und an diese Regeln müsste man sich im besten Fall halten. Diese Regeln muss man aber natürlich auch erstmal lernen, lesen und so weiter. Und ich habe dieses Designdokument natürlich auch schon, ja, zum Teil durchgelesen, um ehrlich zu sein. Das sind über 100 Seiten einfach bei dem neuen. Und das ist nicht so einfach, das mal eben durchzulesen. Aber es gibt einen Teil, der ist Pflichtlektüre. Das steht auch dabei. Die erste Hälfte ungefähr ist Pflichtlektüre und das andere sind dann noch so Zusatzinformationen für diejenigen, die es interessiert. Und ich bin jetzt mit der Pflichtlektüre so gut wie durch und habe da sehr, sehr viele sehr interessante Informationen rausgeholt. Unter anderem auch für Teilnehmende oder diejenigen, die es noch interessieren dürfte, würde ich dann ganz gerne eine Art Zusammenfassung von den wichtigsten Infos machen. Das aber auch, wie gesagt, in etwas kleineren Videos und nicht in einem riesigen Halbstunden-Video. Ich möchte dann sozusagen so kleinere Kategorien machen, wie zum Beispiel die verschiedenen Pfade, die verschiedenen Institute, die verschiedenen Jahrgänge. Das wären alles so Sachen, die ich dann separat in kleinere Videos packen würde. Ist jetzt nur die Frage, ob euch das so recht ist. Weil ich möchte natürlich nichts machen, was euch dann einfach nur nerven würde oder wo ihr sagt, boah, komm ey, pack das einfach in eins und das ist gut. Deswegen würde ich euch ganz gerne fragen, wie ihr es denn gerne möchtet. Ob ihr lieber möchtet, dass ich wirklich so separate kleine Kategorie-Videos mache, die dann vielleicht, weiß ich nicht, 5 Minuten gehen oder ein bisschen länger, je nachdem, wie viel ich zu erzählen habe. Oder soll ich das wieder in ein großes Infovideo packen, das dann aber gegebenenfalls auch wieder eine halbe Stunde sein könnte? Ich weiß nicht, was für euch einfacher ist, ob ihr kleinere Videos lieber mögt oder große. Schreibt mir das einfach gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da besser findet. Weil mir ist es vollkommen egal, ob ich das jetzt in kleinen Videos aufnehme oder in großen. Die Arbeit ist im Endeffekt dieselbe. So, von daher. Gut, dann möchte ich euch natürlich allgemein über Infos zum College of Wizardry auf dem Laufenden halten. Ich bin natürlich jetzt wieder mega geflasht durch dieses neue Design-Dokument und denke mir so, oh mein Gott, wann geht's endlich los? Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wenn wir unsere Charaktere zugewiesen bekommen. Das passiert wohl jetzt so ungefähr Ende November. Es werden irgendwann Fragebögen rausgeschickt, in denen wir dann angeben können, wie wir unseren Charakter gerne gestalten möchten und so weiter. Und dann werden Ende November die Charaktere verteilt und ich bin super aufgeregt. Ich bin einfach mega hibbelig, was das angeht. Und was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, ist, ich bin unfassbar geflasht von euch. Leute, ihr seid der Wahnsinn. Ich habe ja in dem letzten Video erwähnt, dass ich gerne, dass ich Ideen für mein 200-Abo-Special suche. Ich will ja ein Speedpainting machen. Und ich brauche noch eine Idee für ein Motiv. Und ich habe jetzt einfach innerhalb der letzten 2 Wochen so viele Abonnenten dazu bekommen, dass ich jetzt fast bei 250 bin. Leute, ihr seid verrückt. Wartet ganz kurz, ich muss mal eben schauen. Ich habe 246 Abonnenten.
Wenn das so weitergeht, dann brauche ich ein 300-Abo-Special, bevor ich überhaupt mein 200-Abo-Special gemacht habe. Ich bin mega aufgeregt. Da ist einfach auch innerhalb des letzten Tages sind da 10 Abonnenten dazu gekommen. Oh, ich kann gar nicht mehr sprechen, weil ich so aufgeregt bin. Ihr seid Wahnsinn. Ich find das so cool. Herzlich willkommen nochmal an alle Neuen. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ich möchte euch gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn ihr das hier seht, dann hi. Nein, wenn ihr das hier seht, dann tut mir den Gefallen und schreibt mir mal ganz kurz in die Kommentare, wie ihr mich gefunden habt, welches Video ihr als erstes gesehen habt und was euch im Endeffekt dazu bewogen hat, mich zu abonnieren. Das würde mich unfassbar interessieren und es würde mir auch wirklich weiterhelfen in Bezug darauf, wie ich meinen Kanal demnächst gestalte. Weil ich war auch tatsächlich mal am Überlegen, ob ich einen Zweitkanal aufmachen soll für solche Sachen wie Harry Potter und die Vlogs und so weiter. Weil das hier ist ja ursprünglich ein Let's Play-Kanal gewesen. Es ist immer noch ein Let's Play-Kanal, mal davon abgesehen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das in eine andere Richtung entwickelt, als es anfangs geplant war. Ich will allerdings ungern meinen Kanal irgendwie aufsplitten, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich einen der beiden Kanäle definitiv vernachlässigen würde. Ich merke ja allein jetzt schon, dadurch, dass ich diesen Harry Potter Flash habe und dadurch, dass die Vlogs dreimal so oft geguckt werden wie meine Let's Play-Videos, habe ich das Gefühl, dass ich die Let's Plays allgemein so ein kleines bisschen vernachlässige. Mit Ori habe ich jetzt so ein bisschen wieder den Switch in die Let's Play-Richtung geschafft, weil ich merke, dass das relativ gut ankommt. Und die Harry Potter Videos werden natürlich weitergeguckt. Aber wenn ich mir angucke, bei Dark Project habe ich einfach nach einem Monat 5 Aufrufe auf ein Video. Wo ich mir dann denke, okay, offensichtlich interessiert das sowieso keinen, also wird es auch nicht wirklich schaden, wenn ich es weglasse. Wäre dann aber wieder so ein bisschen gegen mein Prinzip, sage ich mal. Weil mein Prinzip war ja, ich mache auf diesem Kanal, was mir gefällt und was mir Spaß macht. Natürlich macht Harry Potter mir unheimlichen Spaß, genauso wie Ori und genauso wie diese ganzen Videos, die ich über Harry Potter mache und über das College of Es ist so, ich hatte beim letzten Mal auch schon Schwierigkeiten, das auszusprechen. Die Videos zum College of Wizardry, das sind einfach alles Sachen, die ich unfassbar gerne mache und die ich auf diesem Kanal auch total feiere, wenn die bei euch gut ankommen. Und dieses Video von der Wizards Collection, was ich gemacht hatte, die ich jetzt zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, das hat einfach innerhalb von kürzester Zeit über 100 Aufrufe gehabt. Und deswegen würde mich einfach mal interessieren, wie seid ihr auf meinen Kanal gekommen? Welche Videos wurden euch vielleicht empfohlen? Welche Videos habt ihr zuerst angeschaut? Und was hat euch dann im Endeffekt dazu bewogen, mich zu abonnieren? Dadurch, dass jetzt so viele in letzter Zeit dazugekommen sind, hoffe ich auf rege Kommentare. Ich glaube, der Erste, der kommentieren wird, ist Surian, irgendwie so. Weil der kommentiert alles. Hallo an der Stelle. Freut mich sehr. Gut, jetzt aber habe ich mal wieder fast 14 Minuten gelabert. Es waren sehr, sehr viele Infos drin und ich glaube, ich habe keinerlei Outtakes, weil ich einfach an einem Stück gelabert habe. Mein Gott. Ich werde gleich direkt das Patronus-Video aufnehmen und dann wird das wahrscheinlich auch demnächst noch kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da schreiben werdet und ich beantworte definitiv jeden Kommentar, weil ich bekomme noch nicht so viele, da kann ich mir das noch leisten. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank vor allem fürs Abonnieren und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schaut unten in die Videobeschreibung, da sind wie immer wichtige Links drin, unter anderem meine Instagram- und Facebook-Seite. Auch sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Patronus-Test. Bis dahin, ciao!